Weil ich nehme die ganze Zeit wieder Videos auf, ne? Wir nehmen Videos auf. Echt? Muss das Tag schreiben, kotzt mich immer an. Ja, blöd. Das heißt, du nimmst es jetzt gerade auf. Ich nehme schon den ganzen Tag auf. Oh. Immer so in 10 Minuten Schritten. Ich glaube, ich habe das TS extra gemutet. Das heißt, glaubst du? Das heißt, ich rede eigentlich mit mir selbst gerade. Mein Beileid. Ja, Mo, das finde ich auch, Mo. Ja, genau, du hast völlig recht, Mo. Ja, genau. Das ist einfach der beste Mo. Ja, ich weiß, danke, Mo. Das heißt, so ziemlich 90% von dem, was du redest, ergibt in YouTube überhaupt keinen Sinn. Genau. Glückwunsch. Das guckt sich doch eh keiner an. Deswegen lade ich auch hoch. So. Ja, sonst müsstest du dich ja schämen, gell? Ich benutze YouTube jetzt einfach als Archiv. Für alles, was wir zocken. Oh Mann, hä? Hauptsache Traffic. Ja, immer nur Traffic. Hauptsache Traffic und Speicherplatz wegnehmen und so. Das Dumme ist, die bei YouTube, die bannen dich halt echt. Aber wo Speicherplatz? Ich glaube, ich brauche eine neue SSD. Oh Mann. Ja, 500 Gig ist für Steam zu wenig, das ist halt echt hart. Ich habe halt echt die Hälfte meiner Spiele von Steam gelöscht, weil ich keinen Platz mehr hatte. Ja, versuch das. Einfach. Nee. Wenn du doch einfach aufhackst, brauchst du doch gar nicht mehr spielen. Wieso nicht mehr? Verstehe ich jetzt nicht. Das hast du gar nicht mitgekriegt, oder? Ich habe in der Arbeit einen neuen Bildschirm gekriegt. Doch, das hast du mir erzählt, ja. du, der andere hat jetzt seinen Lehrling da bekommen. Ja. Jetzt habe ich einen 2K-Bildschirm und einen Full-HD-Bildschirm. Ist richtig schön geordnet. Ach, du hast jetzt einen 2K bekommen. Ah. Läuft. Ist geil, sogar bei der andere Lehrling, der Lorenz, der hat ja zwei Full-HD-Bildschirme bekommen. Das hat er auch nur gekriegt, weil er halt einmal so Frontend-Development gemacht hat, so ein bisschen Design-Anpassungen und so. Ja. Und ich mache das halt andauernd. Ja. Und jetzt die letzten 2 Wochen hatte ich ja nur einen Bildschirm. Ja. Und da ist bei den Zeitbuchungen wahrscheinlich aufgefallen, dass ich für manche Sachen, wo ich davor viel kürzer gebraucht habe, jetzt länger gebraucht habe, weil ich halt immer mit einem Bildschirm halt immer wieder raustappen, gucken, orientieren, raustappen, gucken und so, weißt du. Und das ist wahrscheinlich mein Chef aufgefallen, deswegen ist er auch einmal angekommen und hat halt wahrscheinlich den Bildschirm schnell gekauft. Ich habe nicht mal was gesagt, weißt du. Sehr nice. So muss das. Kannst ihn mal loben von mir. Ja. Vor allem, ich hab in der Arbeit die Nvidia Quadro 400 Grafikkarte. Okay. Soll ich hier unten aufmachen? Oder reitest du dann vorbei? Nee, ich reite weiter. Okay. Ja, Quadro 400, ja, weiter. Die unterstützt sogar 2 Bildschirme. Ja. Aber ich hab den erst in der letzten Stunde bekommen, kurz bevor ich gefahren bin. Und dann dachte ich mir so, ja, schließe ich noch schnell an, mach richtig noch schnell ein. Und dann so, ey, fuck, der erkennt den Bildschirm nicht. Und dann dachte ich mir so, das mach ich am Montag. Oh. Ich weiß nicht, warum er den Bildschirm nicht erkennt. Hast du noch so eine Grafikkarte? Bau doch mal was ordentliches ein. Ich habe hier noch eine R992 rumliegen. Ja, wenn ich sie umsonst haben kann. Ja, gut, hat sich erledigt. Das sagt mein Chef wahrscheinlich so, AMD, nein. Wegen der Stromrechnung. Ach ja, komm. Ja, okay, gut. Leuchtet ein. Ja. Ja, schon. Warum so geil, unsere Stromrechnung von der Firma beträgt monatlich 3600 Euro. Ja, das glaube ich. Vor allem, ich denke mir so, hä? Das ist voll übertrieben, aber voll. Gott, solange das Geld reinkommt, was ihr an Strom raushaut. Ja, locker. Vor allem, ich sehe immer die Supportverträge, ne? Wir verkaufen Kunden eine Webseite. Diese Webseite ist bei Hetzner gehostet. Das Hosting kostet uns insgesamt für eine Webseite oder so 5 Euro oder 10 Euro. Ja. Also
Ja, gut, bei vielen Webseiten eigentlich schon 10 Euro, weil das halt so schon mehrere Sachen drauf haben. Ja. Aber, und sogar im Supportvertrag steht monatlich drin 100 Euro oder manchmal auch 50 Euro oder so. Denkst du so, hä? Okay. Also nur Hosting halt. Verstehst du? Also wir machen da 40 Euro Gewinn fürs Nichtstun. Ja, Oder das 90 Euro ist halt. Sturmrechnung, ne? Ja, vor allem der Witz ist halt dabei, dass wir haben ja jetzt schon, also Datavents hat ja schon, ich glaube, 800 oder 900 Seiten. Oder mehr sogar, 1000 Seiten schon online gebracht und bei fast jeder gibt es so einen Vertrag. Ach du Scheiße. Ja, das heißt, allein durch das Nichtstun nimmst du schon so viel Geld ein, dass du schon locker einen Arbeiter von dir bezahlen kannst. Ach du Scheiße. Ich glaube, ich mache so eine Firma auf. Übel. Okay, angenommen, man bekommt 10 Euro im Monat für so einen scheiß Vertrag und man hat es 100 Mal, hat man 1000 Euro im Monat fürs Nichtstun. Mindeststromkosten. Das würde eigentlich ganz simpel funktionieren, weißt du auch wie? Wir beide gründen Kleinunternehmen. Kannst du Ja. machen nebenbei, darfst du ja machen. Ja. Da musst du deinen Arbeitgeber fragen, ich glaube, der Hackler hat damit ein Riesenproblem, ne? Und dann kannst du so kleine Filmchen aufmachen, da kannst du mir tatsächlich Webseiten verkaufen. Und dann machen wir das halt so, damit du diese normalen.